So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Bin so sehr gesprungen, hab gerade eben die Folge beendet, sofort die nächste gestartet. Bin also noch voll im Flow. What are you buying today? Hey there, cutie pie. Erstmal verkaufe ich ein bisschen. So, guck mal. Thanks for the business. We're open from dawn to dusk, since, you know, we don't have clocks. Beseitige Zombos. You look like you can handle yourself. Fantastic. I hope to see you soon. Ja, geil, dann holen wir uns die Schatzkarte und dann machen wir uns das direkt. So, ideal. Dann machen wir das direkt in einem Schwung. Ist nicht weit weg von hier, aber erstmal jetzt den Schatz anwählen. Jennifers Schatzkarte. Werf den mal auf hier, bitte. Ich will nicht auf böse Überraschung treffen. Das ist mein Farb. Da. Wir haben jetzt endlich da oben auch unsere Ordnung so ein bisschen reingebracht. Und werden wir auch noch mehr Ordnung reinbringen, aber alles der Reihe nach. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Das können wir gleich mal direkt mal ein bisschen abbauen hier. Wir fahren da eben ein bisschen weiter weg von zu Hause. Ich will nicht zu Hause alles abholzen. Sieht immer so tot aus. Früher haben wir das gemacht, um einfach Performance zu sparen. Aber mittlerweile geht das. Was auch schön ist, ist so eine Allee bauen und so. Da habe ich auch Bock drauf. Werde ich auch mal machen, bitte. So eine Allee bauen, wo die ganzen Bäume in der Reihe nach stehen. Und dann sieht nett aus einfach. Früher hast du ja irgendwie so einen einem Schlag mit der Stahlaxt, hast du irgendwie 500 Holz abgebaut und so, ganz am Anfang. Wo man noch das 600-Level-System hatte von den Äxten und so, das war saugeil. So, wir nähern uns dem Schatz, der ist da vorne, sehr schön. Wir müssen sowieso erstmal jetzt hier die Sachen wegmachen, damit ich hier überhaupt arbeiten kann, richtig. Und auch kurz durchatmen, ne? Diesmal habe ich es auf Video. Diesmal habe ich es auf Video. Ihr wolltet mir ja nicht glauben. So. Müssen wir sowas mal gucken, ob wir das hier irgendwie den Kreis, dass wir kleiner kriegen. Die Schatzkartendinger sind nämlich oft ziemlich groß. Kreise. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht zufällig drüber stolpern, sagte er und fand den Schatz mit zwei Schlägen. Aber ihr seht jetzt auch, guck mal hier, wie viel Leben wir jetzt kriegen und so. Das lohnt sich jetzt auch. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen. Spielen den Quest mal so richtig aus und das den Begrabenen gleich auch. Weil das wird alles unsere Schmiede brauchen. Wir werden noch viel mehr brauchen. Also mit 6000 oder so kommen wir da gar nicht aus. Dann kannst du mal so tagelang Leben gefarmt, was dann nach ein paar Stunden im Game wieder verbraucht war. Also, ja. Nehmen wir mal alles jetzt mit hier. Aber auch ein bisschen abbauen hier, herrlich. Ich hole dich gleich mal dazu, wenn ich den Schatz gefunden habe. Da ist er, der Schatz. Der ist aber verschlossen. Müssen wir halt aufschlagen. Ja.
Oha. Checken. Das ist Dreck. Können wir verchecken. Oder einschmelzen oder so, keine Ahnung. 3-5 Chitons. Gar nicht schlecht. Die Kisten, die spawnen jetzt auf, weil früher konnte man die nämlich einfach wieder nach ein paar Tagen wieder looten, weil sich ja jeder Loot nach ein paar Tagen wieder auffüllt. Nach ein paar Tagen, glaube ich, bei uns 30 Tage, 7 Tage, ich weiß gar nicht. Standardeinstellung habe ich Platz gelassen. Und würde man dann diese immer wieder abklappern und immer wieder solche Belohnungen kriegen, das wäre halt, ist halt P, ne? Hast du mal 10 gemacht oder so, und dann rennst du alle paar Tage mal lang, hast du wieder Munition für 6 Wochen oder so, ist auch blöd irgendwie. So, deswegen jetzt als nächstes der Quest. Da fällt mir auch ein, wir müssten ja auch eigentlich noch eine Schatzkarte im Rumfliegen haben, ne? Ich meine, wir hatten 2. Aber habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen? Bei unserer Kiste. Hm. Da verwechsel ich sie jetzt im alten Spielstand. Warum fahre ich da voll gegen den Stein? Und warum liegt hier Stroh? So. Schneegebiet, guck mal. Da können wir gleich auch mal. Komm, machen wir mal eben. Mal eben kurz drauf fahren. Dann haben wir die Challenge nämlich auch geschafft. Ich glaube, da vorne ist sogar ein Schneeort. Die habe ich lustigerweise nicht oft. Ich habe schon so viele Spielstände gehabt, wo da gar nichts ist. Level A. Aber schön, dass wir das auch haben. Jetzt 3, 2, 1. Geil. Jetzt mal eben kurz hier gucken, ob wir was finden. Nicht schlecht. So. Farms. Nacht. Moment, er lebt noch. Alles klar, komm, Speer. Ja, Speer ist OP, Mann. Nee, Quatsch. Ich bin Scheiß. Was ist das da vorne für ein Gebäude? Ich dachte kurz, es wäre mein Nemesis. Das ist es nicht. Oh, ein Fünfer. Highschool. Cool. Da freue ich mich schon drauf. Fates Motel. Aha. Warum zerstört es sich selbst im Schockdraht und macht Hühnerfrikassee aus sich selbst? Das ist, glaube ich, gar keine richtige Ortschaft. Ne? Doch, da hinten geht's weiter. Ja, aber schön, dass es das hier gibt. Das ist ja mal geil. Das sieht ja richtig cool aus, okay.
Okay, dann fahren wir jetzt erstmal zur Quest zurück, würde ich sagen. Das können wir mal demnächst mal aufdecken, auf jeden Fall. So, Challenges. Einmal ganz kurz gucken. Werkbank aufbauen. Trifft Joel. 5000 EP. Schön. Handelsroute Nummer 3 öffnen. Was haben wir denn hier schon? Sammel Steine. Hier. Betritt den verbrannten Wald. Haben leider das gleiche Icon, traurig. Gibt 1000 EP. Oder ist hier 2,5? Und das hier? 750 EP. Gut. Oh, der Drop. Ist das nicht da, wo ich gerade gegraben habe? Ah, holen wir uns aber auch jetzt. Jetzt machen wir uns mal den Quest fertig. Nach dem Quest holen wir uns den Drop und dann fahren wir zu Jen. So viel Stress hier. So viel Stress hier, Leute. Okay. Dreier-Quest und Zombies kommen. Natürlich. Was mit dir? Den brauchst du nicht mehr. So. Du lebst noch, ne? Du auch noch? Mein Gott. So, Leute, die Köpfe hier. Und wieder ins Loch. Da kommt ein paar. Weiter wird gebuddelt hier. Also jetzt bei jedem Katsching hier kam es jetzt eine Horde. Meine Güte, ey. So, keine Ruhe mehr hier. Da wo die Warzenschwein. Kommt dann für eine Endwelle, nur grüne. Dann mein Fahrrad wegfahren, was es kaum voll so völlig erschöpft, so keine Ausdauer, nix. Aber ihr seht schon, ausdauertechnisch und so haben wir eigentlich gar keine Probleme, deswegen ritze ich eigentlich selber wieder. Immerhin gibt es hier eine ganze Menge Lehm und so, ne? Also für unsere, wie heißt denn das, für unsere Schätze ist das super. Ach guck mal, ich habe ihn gefunden. Ach klar. Oh, jetzt kommt aber keiner. Die kommt jetzt. So. Bauplan kann man lernen. Das braucht kein Mensch. Der ist super gut. Das wird verkauft. Ein paar mehr, aber auch nicht der Rede wert. Benatz! Habe ich mal einen Helm zufällig zwei Slots? Nee, ne? Na, schade. Aber die Helmlichtbaut ist wichtiger, deswegen lassen wir die jetzt mal dran. So, jetzt holen wir noch so schnell den Loot? Loot Drop? Airdrop? Whatever you say it. Name it. Whatever you mean. By talking English like this. So. So weit ist es ja nicht. Hier ist aber was Schönes drin. Ich habe Lust auf was Schönes.
So, guck mal her. Oh, wow. Okay, komm weg. Teleskop mitnehmen. Da war ja einmal ein Buch, wo drei Bücher drin sind. Big Hitters, sehr schön. Immer gern gesehen. Baseballschläger Level 5. Das ist super. Und hier Ackerbaupakete, dreimal Farming und man sieht's. Richtig gut. Gut. Wie gesagt, wir warten jetzt auf jeden Fall noch, bis der 6er Baseballschläger frei ist. Den bauen wir uns dann. Das wird noch die letzte Nahkampfwaffe sein, die wir uns bauen. Zumindest Knüppelbereich. Ich werde stark Knüppel nicht bauen, ich finde scheiße. Deswegen fertig. Die Reichweite vom Baseballschläger ist einfach unübertroffen. Rückwärtsgang beim Fahrrad, wer kennt ihn nicht? So, das können wir verkaufen. Okay. Ich werde schon durch die schwerere Rüstung, werde ich schon sehr, sehr, sehr langsam beim Kampfbot sein. Das ist schon teilweise echt abartig. Well, hello again. I never get tired of a friendly face. Feeling a bit under the weather? Trader Jen is... Well, you just brightened my day. Nochmal Big Hitters. Sehr schön. Weil viel bräuchte ich eigentlich noch bei Big Hitters. Das können wir mal irgendwann mal machen. Zum Rack lockt es mich jetzt nicht so sehr. Erntewerkzeuge, ist ja schön. Knüppel. Noch drei Bücher, dann kriegen wir die Sechser. Sehr schön. This is the best way to get... Do hurry. I have a protection payment coming up soon. Das ist der Bärden. Okay, Leute, das könnte heute unser Ende sein. Der Bärden ist halt wirklich sauschwer normalerweise. Mal gucken, was sie da geändert haben noch, aber wir bringen jetzt erstmal unseren Kram hier weg. Brauchen wir die Seite gar nicht mehr, mal gucken. So, warte mal. Mods, da kann das mal rein. Landwirtschaft aber oben rechts. Da kann der ganze Klimpim hier rein. Das Medizin. Geschmiedetes. Das können wir, viel können wir jetzt auch wirklich so einsortieren. Und dann auch noch mit da rein einfach. Ist dann egal. Das ist Landwirtschaft hier. Schrotflintenmunition brauchen wir nicht. So, ich nehme aber mal auf jeden Fall einen Stack davon nochmal mit. Warten. Sackratte. So. Moment, ich wollte noch was essen. Ein bisschen Wasser. Okay. Dann mal los, auf zum Bärden. Die Mollys auf jeden Fall in den Gürtel. Und ich möchte Blöcke haben. So, warum bin ich so vorsichtig? Im Bärden sind normalerweise, ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist, zwei Zombie-Bären. Du kannst da nämlich, die Bar ist irgendwie, du kannst gegen einen Bären kämpfen, wenn du gewinnst, brauchst du nichts bezahlen. So. Meistens gewinnen die Bären. So, und leider auch gegen mich. Weil Zombie-Bären haben unglaublich viel, was sie an Munition fressen, an Schaden fressen, bis sie mal nicht sterben. Und darum möchte ich gerne einfach maximal vorbereitet sein, dass wir auch im Notfall abhauen. Das ist mich jetzt kein Quest, für den ich mein Leben lassen möchte. Da vorne ist er.
Früher war das so, da bist du wirklich vom Dach aus in den Raum mit den Bären gedroppt und standst dann direkt vor beiden. Mal gucken, wie es jetzt ist. Hier, bleiben Sie. Dass wir abhauen können. Bis dahin sind erstmal normale. Eigentlich nur normale Hüften. Oh, sie haben ein bisschen ausgehübscht hier. Oh, hallo. Deswegen werde ich jetzt auch darauf achten, mich nicht zu überladen. Die Bären sind da oben. Mega Crush wäre jetzt geil, ne? Kann man einfach wegrennen im Notfall. Na, man weiß ja nie, ob ich nicht schaue, aber bis hier noch ein neuer Bär um die Ecke kommt oder so, da habe ich mir keinen Bock drauf. Wasser, aber hier die Kohle. Was? Hydrofluorid. Okay. Da müsste ich jetzt meine Liebste fragen, was das bedeutet. Die ist Chemie, aber unten, weißt du was? Die kennst du mit Kaboom aus. Da ist der feine Loot. Da ist ein Käfig, da ist ein Bär drin. Da ist ein Käfig, da ist auch ein Bär drin. So. Und ehrlich gesagt, unsere Waffen sind jetzt auch nicht berauschend, ne? Aber ich glaube, man droppt nicht mehr direkt vor denen. Man kann hier runter, genau. Weil früher war hier der feine Loot in so einem Nebenraum. Die hier kann man noch. Das ist auch ganz witzig eigentlich. Die kann man hier alles schön abbauen. Hier gibt es alle schöne Electrical Parts. Beim befallenen Quest sind es aber trotzdem nur zwei Bären. So ist normalerweise, wer weiß, was die mal geändert haben. Ich hätte einfach sechs auf einen zugerannt kommen oder so. Ich habe gerade einen Schreier gehört und der ist nicht schwach hier, ey. Ist ja schön und gut, dass der Bär da rumrennt, aber ich muss den doch jetzt nicht sofort hier facen, ne? Ich geh mal eben weg hier, dieses große hat noch. Da oben kann ich jedenfalls immer drauf. Weg.
Was ist denn hier? Nur ein bisschen halt Stück für Stück kaputt flammen, den Bär. Ich glaube, er findet aber trotzdem einen Weg. Hab ich ihn? Wow, das war der erste. Moment, habe ich hier noch... Aufwärts haben wir dabei, sehr gut. Bär hier? Ist nur noch einer. Normalerweise waren es zwei. Für sich ist es zwei, wenn es befallen ist oder so. Der Quest ist hier was fertig. Alter, wessen Endgegner das war, ey. Die kriegen uns hier oben jetzt erstmal nicht. Das ist ganz schön. Da können wir erstmal. Jetzt hier entspannt das abbauen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, früher ist man durch dieses Oberlicht gefallen da, das war dann ein bisschen weiter hinten, anstatt direkt vor den beiden Käfigen. So. Die mal auf. Ich sehe gerade, mein Handy sich hier disconnected hat von meinem Aufnahmestörungstool. Und ist wieder da. Sehr gut. Zerlegen. Kneipenschlägerei. Oh, okay. So, dann können wir noch einmal eben hier reingehen. Eier im Bären, ey. Das kannst du ja auch gebaut, oder Kacke, ne? Kannst du dir auch nicht ausdenken, so. Nehmen die mit hier noch. Die zwei, drei Schläge hier noch. Wie
Wie ist der da hochgekommen? Irgendwie, ey. Cool. Komm, mal trinken. Ja, aber keine Ahnung wie. Eigentlich dürften die keinen Weg da hochfinden. Erledigt. Sehr schön. Ach, ich habe diesen komischen Bug hier. Wenn ich renne, werde ich ein bisschen langsamer. Warum läufst du eigentlich von mir weg? Hast du Angst oder was? Aus, ey. So, den Sack nehmen wir auch noch mit. Mal zweimal Armut ab. Da geht echt ganz gut voran, der Armut ab, ne? Sehr schön. Und jetzt bringen wir den Quest doch eben ab. Und dann war es das für heute wahrscheinlich auch. Ein hordiges Vergnügen auf jeden Fall. Ich würde meine Spike müsste ja auch noch voll sein mit Zeug, ne? So. Haben den Bären doch geschafft. War nur noch ein Bär. Schiff hat jetzt noch einen zweiten noch erlegen müssen. Aber ich glaube, der hat jetzt auch viel mehr Leben noch gehabt. Hat wer was geworden? Na gut. Hallo, bin gleich da. My favorite customer. How are you? Well, that was fast. Nice job. All supplies sterilized. Das höre ich auch gerne. So, warte mal hier. Das kannst du haben, das kannst du haben. Die Boys selber, das kannst du haben. Die beiden kannst du haben. So. Klar. Good job. I knew you could do it. Ja, Wiring nehme ich jetzt bestimmt nicht. Die brauche ich auch nicht. Ach Gott, ich nehme euch das hier bei uns hin. Säure häufiger finden. Dive into my inventory. So. Ah, das war jetzt nicht. Okay. That was a good deal. Trust me, I'm a doctor. Na klar. Baseballschläger Level 6. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Den werden wir uns jetzt schön bauen gehen, Leute. Dabei. Da ist so die Schatzkarte, die ich noch gesucht habe, ne? Eine Sarah. Na gut, da kommen wir sowieso demnächst mal wieder hin für ein Quest oder so, dann machen wir das.
Okay, so dramatisch war es ja dann gar nicht. Wir haben es ja dann doch überlebt. Gut. Alles klar. Teile. Das erstmal hier einsortieren, die gestört. So. Mods. Landwirtschaft. Und dann das hier rein. Das geht nach unten später. Das ist so. Hier Benzin ist so Sammelzeug, würde ich sagen, ne? Obwohl ein Rohstoff. Benzin ist ein Rohstoff. So. Alles klar. So, für unseren Baseballschläger Level 6 brauchen wir 70 Eisen. Das haben wir auf jeden Fall. 3 Leder haben wir auf jeden Fall. 3 Klebeband haben wir zufällig hier liegen. Und einmal legendäre Teile, da haben wir auch was. Nice. Oh yeah. Ich glaube, der hat da noch maximal viele Slots zum Modden. So, was wir in der Zeit machen können, ist mal hier, dass wir unseren zweites Lagerstück hier fertig bauen. Ne? Das sind ja dann noch hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, der kommt hier noch. 3. Und dann nochmal, würde ich sagen, so, ne? Viele. Richtig, sieht nicht so groß aus, deswegen, okay. Ich meine, hey, ah, von mir, du bist groß. So. Haben wir nochmal Baublöcke fertig hier, komm. Oh, der Wespenschicker läuft ja. Deswegen geht es nicht hoch voran her. Aber gut, dafür lohnt sich zu warten, würde ich sagen. Guck mal, hier auch ein zweites Lager reinbauen. Da haben wir hier ein richtig schönes Fetzlager. Finde ich gut. So. Was? Das Tütchen da drüben ist schon irgendwo reingelatscht gerade. 30 Sekunden, Leute. 30 Sekunden. Oh mein Gott, in 15 Sekunden ist nur die Hälfte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Wir können ja das schon mal hier entmodden. Und dann legen wir den schon mal hier hin. Könnte sein, dass der jetzt da unten gleich den anderen Platz einfach geht, direkt ungefragt auf den Gürtel. So.
Also, wir haben 27 Blockschaden, okay, kräftiger Angriff 49,9 und hier 43,4. Da ist der Unterschied schon etwas größer auf jeden Fall, ne? Plus, dass es eine deutlich höhere Haltbarkeit hat, was natürlich auch geil ist. Ich meine, gut, den habe ich jetzt selten abgenutzt, ne? Aber eine maximale Haltbarkeit hat der schon. So. Und jetzt würde ich sagen, modden wir den mal. Da kommt natürlich das rein. Und das lassen wir rein. Jetzt sind wir schon bei 53,9. Ah ja, noch wenn wir uns wieder reindübeln können. Die hier und die hier. Modifikation, verringert nochmal die Abnutzung und die, wenn die Lebenspunkte unter 50 fallen, kriegen wir ein bisschen Heilung. Damit haben wir dann einen kräftigen Angriff von 57,9, was? Geil. Da soll später eine brennende Schaftmord noch rein und vor allem die Typen verkaufen dann, ne? Vor allem soll dann hier der Stacheldraht Stahlabort soll rum. Geht nach unten. Das geht auch nach unten. Das kann hier bleiben. Das geht dahin. Ne, den Hammer brauchen wir noch eben. Dann machen wir den noch eben hier einmal eben fertig. Dann ist das nämlich auf dem Tisch. Genau. Dann können wir hier Kisten nehmen. Oh, noch 14 Kisten. Das passt sogar genau. Ist ja geil. So, da brauche ich Geschmiedetes. Davon brauche ich dann. Das brauche ich. Sehr schön. Das habe ich mir jetzt ja gut überlegt, ne? Das wäre ja ein zu viel genommen. Sehr schön. Oh ja, natürlich. Ich brauche ja nicht 140. Ich brauche ja 150, so. Sehr schön. Kann ich noch eine Fackel bauen zufällig? Jetzt mal eben. Da brauche ich ja noch Stoffpetzen. Dann bauen wir noch eine Fackel. Stoffpetzen rüber. Obwohl, weißt du, ich kann eigentlich. Komm her. Lass es einfach noch mehr Fackeln machen. Wir wollen sowieso noch welche drin für die Hordenfalle. Dann ist der TAO erledigt. So. Geil, Leute. Geil. Unser Lager. Prächtig. Sehr schön. Cool. Haben wir das auch erledigt. Dann können wir hier, der Stein läuft ja hier schon mal raus. Kann schon mal Zement rausgecraftet werden. Ist ja einfach schon mal gemacht. So. Und wir finden dann jetzt auch für heute unser Ende. Meine Lieben, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.